We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Einfach losgereist. Hallo. Heute ist so ein mega geiles Video, denn wir verraten euch endlich, wo die nächste Reise hingeht. Ich bin schon voll nervös, euch das jetzt gleich zu verraten, und ich freue mich riesig, denn es sind nur noch wenige Wochen. Eigentlich 5, 4? Ja, dann geht's schon los. Ja, also wir sind nervös und gespannt, aber in voller Vorfreude. Ja, total. Und bevor wir euch das aber erzählen, wollten wir euch noch eine andere Ankündigung machen. Und zwar haben uns immer wieder E-Mails erreicht. Leute, die gefragt haben, so, hey, ihr habt uns irgendwie tolle Tipps gegeben mit Thailand. Oder wir schreiben ja auch manchmal per Mail und geben den Leuten Tipps oder so. Und die gesagt haben, gibt es eine Möglichkeit, euch dafür was zurückzugeben, euch was zu spenden, ein PayPal-Konto? Und das hatten wir nie. Haben es jetzt aber eingerichtet. Also es ist überhaupt kein Muss. Aber für denjenigen, der sagt, ich habe irgendwie Lust auf einen Energieaustausch, ich will euch was zurückgeben, dann findet ihr einen Link in der Infobox. Und wir nehmen das jetzt nicht her, um Kaffee trinken zu gehen, sondern wir haben uns einfach gedacht, wir wollen es investieren in gute Technik, weil unsere Vlogging-Kamera halb auseinanderfällt zum Beispiel. Und dann würden wir die Spenden wirklich investieren in gute Technik, damit wir für euch coole Videos machen können. Genau, also oh, Viech. Das ist der Nachteil der Natur. Ja, die Natur wieder. Die Natur frisst uns. Ja, wir wollten halt rausgehen, es ist so schönes Fall. Wetter heute. Ja, auf jeden Fall kommt es euch zugute. Genau, weil wir es in Technik investieren und dann noch cooleres Material für euch herausarbeiten können. Ja, aber jetzt zum Video, oder? Zum Video, beziehungsweise habt ihr eigentlich gesehen, was wir für coole Ketten haben? Matthias hat auch eine, bei ihm ist ein bisschen versteckter. Genau, also wir lieben diese Ketten. Das ist einfach so schön, das ist so, ja, es verbindet einen einfach mit sich selber. Und ja, weil du musst ja sagen, das sind ja nicht irgendwelche Ketten. Nein, das sind ganz besondere. Das sind Orgonite, und zwar eine Mischung aus verschiedenen Edelsteinen. Ja. Und ja, manche stehen halt für bestimmte Kräfte. Ja? Dieser hier zum Beispiel steht einfach für die Verbundenheit mit dem Großen und Ganzen zum Beispiel. Voll schön, ja. Und das ist, finde ich, so wichtig. Also für mich persönlich, gerade in so einer Welt, die so schnelllebig geworden ist und hektisch, mit dem Internet und so, so wichtig, bei sich auch mal wieder anzukommen und einfach zu fühlen, was brauche ich, also ohne jetzt egoistisch zu sein, sondern einfach bei sich und ja, mit sich zufrieden zu sein, ja, zu sein einfach und damit okay zu sein. Ja. Und diese Steine erinnern einen daran und unterstützen diese Energie. Ja, genau. Bei mir ist zum Beispiel, also Rot ist ja wirklich, das ist der Uriel, so heißt der Stein. Und der steht halt voll für Leidenschaft, Feuer, Begeisterung. Und das ist ja voll mein Element. Ich bin schon ein Feuer-Element. Du bist ein Feuerbaby. Ich sag's auch immer zu ihr. Sie ist mein Feuerbaby. Ja, und als also ich das den, unterstützt es. Ja, und als ich den Stein rangemacht habe, habe ich erst so einen Widerstand gespürt gegen mein eigentliches Sein, könnte man sagen. Weil es natürlich nochmal verstärkt wird, wenn man so einen Stein trägt. Aber es war so eine schöne Herausforderung, weil es mir gezeigt hat, dass ich noch mehr mich annehmen darf in diesem, ja, in diesem feurigen Wesen, das ich halt irgendwie auch bin. Und das abgrundtief find ich voll feurig. Deep. Abgrundtief klingt nach böse irgendwie. Nein, es klingt nach Passion, nach Leidenschaft, ja. Nach ich folge meinem Weg, ich stehe für was ein, ja. Ja, das ist meine wichtig. Werte. Ja, das ist wichtig, genau. Naja, also so viel dazu. Und genau deswegen reisen wir nämlich auch so gerne. Und wir verraten euch jetzt gleich, wo es als nächstes hingeht. Denn gerade beim Reisen, finde ich, ist es einfach für mich persönlich immer wieder so, dass ich noch mehr mit mir in Kontakt komme. Und deswegen liebe ich das Reisen so. Man ist so mit sich verbunden, mit der Natur. Man hat Zeit und man begegnet auch neuen Situationen, wo man sich neu kennenlernen darf. Und das ist für mich das ultimativ Geilste am Reisen. Ja, weil du kommst halt aus diesem Rädchen raus, ja, aus diesem Umfeld im Endeffekt, in dem du dich begibst, ja, die meiste Zeit. Und das Umfeld wirkt sich einfach total auf deine Gedanken aus. Und es tut einfach so gut, da einfach rauszukommen. Das macht so viel mit einem. Ja. Und ja, wir haben uns jetzt als Ziel, also wir verraten es jetzt, oder? Ja, wir verraten es jetzt. Hingeht. Und zwar? Jetzt. Und zwar, Trommelwirbel, Sri Lanka. Ja. Die Insel, die Träne unter Indien. Genau. Und Sri Lanka ist ultra gut. Wie kam es dazu? Ja, also wir mussten einfach mal wieder raus. Ja, und wir wollten was Neues kennenlernen.
Genau, und dann habe ich geguckt, weil wir fahren ja jetzt quasi im deutschen Sommer und da ist ja in den meisten Teilen Südostasiens Regenzeit. Wir wollten nach Südostasien, das ist halt einfach unsere Leidenschaft, Südostasien. Auch wenn Sri Lanka nicht hundertprozentig zu Südostasien gehört, aber wir zählen sie jetzt mal dazu. Und dann habe ich mich umgeguckt und habe gesehen, Sri Lanka kann man das ganze Jahr bereisen. Und dann haben wir uns eigentlich erstmal informiert, ne, über Sri Lanka. Was ist Sri Lanka überhaupt? Was kann man da machen? Und dann waren wir hin und weg. Weil diese Vielfalt da gegeben ist. Also du hast so viele Tiere, die in der freilaufen sind. Ja? Also dem begegnest du auf der Straße. Elefanten, Leoparden, Krokodile. Also es ist auch mit das Ganze zu, mit Respekt zu betrachten. Ja. Ja? Aber wenn man weiß, dass man ja, da einfach achtsam ist, dann passiert einem da nichts. Und man hat trotzdem diese Magie von roher oder diese rohe Natur. Ja? Also ja. Da Leoparden in freilaufender Natur, das ist einfach unglaublich. Delfine und Wale in den Buchten zu sehen. Also Sri Lanka, was die Artenvielfalt und die freilaufenden Tiere angeht, ist echt, echt krass. Also ja. Sehr, sehr haben beeindruckend. Wir auch persönlich noch nie gesehen. Wir waren jetzt nie in Afrika und haben da eine Safari gemacht oder sonst irgendwas. Von dem her ist das für uns wirklich was ganz Besonderes. Und wir wollen auch in dem, wahrscheinlich im Yala-Nationalpark eine Safari machen. Falls einer von euch schon mal in Sri Lanka war. Yala. Ja, falls jemand von euch schon mal dort war und vielleicht. Könnt ihr uns einen Guide empfehlen? Genau. Ja, genau. Dann schreibt uns auf jeden Fall mal, weil wir wollen das natürlich so machen, dass es für die Tiere cool ist. Also und nicht, wir haben schon davon gelesen, dass manche Fahrer irgendwie die Tiere regelrecht jagen. Das wollen wir natürlich auf keinen Fall. Um sie hervorzulocken. Also wenn da jemand einen Fahrer empfehlen kann, der da das nachhaltig macht und so. Dann schreibt uns gerne und ansonsten auch, wenn ihr Tipps habt. Und ich freue mich auch wahnsinnig auf die Strände. Ich bin sehr gespannt auf die Strände. Die sollen jetzt schon ein bisschen rauer sein, aber ich bin einfach gespannt. Sie sollen halt auch sehr einsam sein, was ich halt mega geil finde. Und darauf freue ich mich riesig und unbedingt will ich machen die Zugfahrt, die bekannte zwischen Ella und Candy. Ich freue mich so auf diese 6-7 Stunden in diesem Zug. Du dich nicht ganz so. Nee, ich mag, also ich bin da echt so ein bisschen so, was Reisen angeht innerhalb des Landes, das will ich einfach nur hinter mich bringen. Aber ich glaube, das muss echt einmalig sein. Aber ich weiß nicht, wenn man sich darauf einstellt, geht's vielleicht, ja. Aber jeder sagt, dass diese halt Zugfahrt ein Traum ist. Aneinander gequetscht und so, ne? Also der Zug ist richtig voll immer, ne? Auch viele Einheimische fahren damit halt täglich. Aber jeder sagt, dass diese Zugfahrt einmalig ist. Ja, dann muss man es mal machen. Ja, auf jeden Fall, was mich auch so begeistert, ist die ganze Philosophie, was hinter Ayurveda steckt. Und da ist halt Sri Lanka auch bekannt für. Und Ayurveda ist was ganz, ganz Magisches, finde ich, was wirklich mein Leben sehr bereichert hat. Da geht es einfach darum, platt gesagt, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Und nach Ayurveda bist du ja Pitta, ne? Feuer, ja. Feuerelement. Ja, genau. Und ich Kapha, also Wasser, Erde und so. Und es geht darum, eben diese Elemente ja, in Schwung zu bringen, in Ausgleich zu bringen. Und dafür steht Sri Lanka. Also wir sind da sehr gespannt, auch da auf Wellness in dem Was Sinne. Was uns da erwartet irgendwie. Ayurveda-Massagen, Ayurveda-Essen und so. Also das macht viel mit einem. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Also wir lieben es ja auch in Thailand immer zum Beispiel die Massagen und so, die man ja dort wirklich an jeder Ecke findet und die auch teilweise wirklich gut sind. Und ich bin jetzt gespannt, wie das in, ich wollte gerade sagen, wie es in Ayurveda ist. Nein, wie es in Sri Lanka ist mit diesen Ayurveda-Massagen. Bin voll gespannt, freue mich aufs indische Essen auch sehr, muss ich sagen. Also ja, auf die Dals also, und das ganze Rot. Inder können das. Freue mich total. Die Dal, Naan, also alles so auch. Ja. Ja, alles auch mit viel, viel Curries und ja, viel Gewürze und so. Das ist halt einfach toll. Ich muss aber auch sagen, dass natürlich auch so eine Anspannung da ist oder eine coole Spannung, weil wir halt eben dieses Land noch gar nicht kennen, diesen Ort noch gar nicht kennen und ich auch teilweise wenig gefunden habe. Wir werden wahrscheinlich an die Ostküste nämlich reisen. Da war ja bis 2009 Bürgerkrieg und der Tourismus kommt jetzt erst so und ich habe dazu nicht wirklich Videos oder irgendwas gefunden. Von dem her weiß ich nicht so ganz, was uns erwartet. Gibt es dort schon viele Restaurants? Gibt es dort gar nichts? Ist es da einfach nur Einöde? Keine Ahnung. Und das wollen wir halt für euch rausfinden und dann auch für euch in Videos zusammenfassen, damit ihr halt auch wisst, was euch dort erwartet. Weil über die anderen Küsten findet man viel, aber nicht über die Ostküste. Ja, genau. Wir erforschen sie für euch. Ja. Und ja, freuen uns auf die Videos und auf den Austausch mit euch. Genau. Und ja, schreibt uns doch einfach, wer schon mal da war oder genau. Wer sich auch auskennt mit den Themen, die wir jetzt so angesprochen haben. Ayurveda oder mit dem Guide. Also wenn ihr da Ideen für uns habt, immer gerne rein, wir freuen uns. Genau. Und
Genau, also wir freuen uns über die Feedbacks von euch zu Sri Lanka und es geht eben los Anfang Juni. Und ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Wir sind einfach nur wahnsinnig gespannt und vielleicht nehmen wir euch auch noch ein bisschen in unsere Reisevorbereitung mit, wie wir uns so vorbereiten, was wir packen, keine Ahnung. Schauen wir mal, was wir da noch vielleicht an Videos machen. Könnt uns gerne schreiben, was euch interessiert. Link zu dem PayPal findet ihr in der Infobox und auch Link zu den Ketten und die Rabattcodes, die wir nämlich für euch haben, falls ihr euch auch mal so eine schöne Kette gönnen wollt. Vielleicht vor der nächsten Reise, um noch mehr irgendwie mit euch in Verbindung zu kommen. Genau, das war's eigentlich, oder? Eigentlich haben wir alles gesagt. Viel gesagt. Ja. Wir genießen jetzt den Oster. Montag ist heute. Ostermontag. Eben, Jesus come back. Das ist von Stromberg. Ist, ja, genau. Kennt ihr Stromberg? Sehr geil. Ja. Gute Serie. Genau. Aber über Serien reden wir mal ein andermal mit euch. Genau. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.